gemacht, es wurden Fotos gemacht, dass diese Asbestungsfirma da gewesen ist. Ja. Das Kennzeichen von dem Auto. Und es wäre nicht hier gewesen, wenn diese Bilder nicht stimmen, dass man dort Asbest runtergeschmissen hat. Und unsere Adresse verbiss eine Dürener Firma zur Asbestsanierung. Mhm. Und es gibt in Deutschland eine technische, wir sind hier der Verein, gegen die Ingenieure, gegen die Eisenbahn. Mhm. Ist nicht gegen die gegen Eisenbahn, die, nicht schon, ist wichtig. Wir sind gegen für Eisenbahn. Für diesen Tiefbahnhof. Und es gibt die technische Regel Gefahrstoff für Abbrucharbeit und Asbestkontamination. Mhm. Und die sind bindend von allen Unfall- und Berufsgenossen, auch für die Bundespolizei zum Beispiel, für Mitarbeiter. Und nach dem § 163 Legalitätsprinzip muss das geprüft werden und das ist eine Straftat und darf verfolgt werden. Mhm. Hammer. Und die Fotos hat man? Ich kann Ihnen das alles geben und auch morgen zu mailen. Die Anfrage dazu machen. Und die sind ein paar interessante Ideen entstanden, was man weiter noch damit machen kann. Die muss jemand anders vortragen. Also die Idee war einfach, ob man einfach direkt jetzt auch Anzeige erstattet. Ich meine, das ist ja jetzt im Detail auch aufgeführt, gegen welche Paragraphen das alles verstößt, beziehungsweise wie das jetzt hätte. Das ist sehr nett. Genau, und der Name muss auch Und also gerade von diesen Säcken gibt es auch sehr viel Bildmaterial, auch wie die da aus dem Fenster geworfen wurden, was ja explizit nicht legal ist. Ja, wir haben das Problem ja auch bei der Feinstaubgeschichte. Die Deutsche Umwelthilfe hat darauf hingewiesen, was die Feinstaubproblematik angeht wegen den Maschinen. Aber das ist natürlich mal ein ganz besonderer Feind. Das ist natürlich mal eine besondere Belastung. Ja. Involviert die Bahnkunden von der Schule, das involviert die angemeldeten Demonstranten, die Arbeitskräfte, die zur Bank laufen, die Polizisten und dann die Arbeitskräfte. Und deswegen ist die Überlegung, jetzt einfach gemeinsam zum Abschluss das Ding den Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen und einmal zu gucken, was passiert. Problem ist, dass die Staatsanwaltschaften immer ablocken, egal um was kann es geht. Kann sie das 163? Deswegen gehen wir ja gemeinsam. Man hat schon, das haben Sie nochmal kopiert, oder? Das ist für Sie, das können Sie jetzt in der Hand behalten. Und auch das geht bei unseren Leuten, die eine Anfrage dazu machen. Ja, genau. Super, machen wir. Und wenn in den Säcken plötzlich kein Asbest mehr sein sollte, kann mir niemand weismachen, dass da nicht mal welches drin war. Denn die Entsorgung von Säcken, wo Asbest draufsteht, ist natürlich wesentlich teurer, wie wenn ich einen Sack ohne diese Aufschrift nehme. Ne? Mhm. Und man gibt ja nicht freiwillig viel mehr Geld aus. Ja. Zumindest muss es geklärt werden. Also das, warum kommt speziell dafür eine Spezialfirma, wenn es ganz normaler Inhalt war? Das kann jeder. Ja.